Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. So. Einfacher Einstieg, einfaches Ende. Und ich habe jetzt wirklich alles spätestens mit diesen Versorgungsstationen aka Autodocs, habe ich das Gefühl, dieses DLC wird ziemlich einfach. Meine Hände schwitzen. Ich bin so aufgeregt. Was? Vorkriegsgeld. Ein schwerer Safe. Aha. Hopeful Waffenhaus Zugangscodes. Das hat in der Tat praktische Sachen. Hier ist nichts, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Hier ist ja nicht wirklich viel. Wow! Wow, scheiße, Mann! Hast du ein Scharfschützengewehr da? Bist du mit deppert? Du kannst doch nicht mit denselben Waffen ankommen, die ich auch hab. Junge, Junge, Junge. Bin ich ja gar nicht mehr special. Ne, die Waffe sollte ich jetzt vielleicht nicht zurückstecken, wenn die Gegner in der Nähe sind. Dann war das zwar nicht so sinnvoll. Ich kann nicht identifizieren, was das für ein Organ ist. War Schrägstrich. Sein wird. Oh. Der geheime Alkohol. Raum. Wo ich nichts annehme, weil das alles sinnlos ist. Wow! Ruhige Hand. Noch mehr ruhige Hand. Das Zeug brauche ich ja gar nicht. Nein, nein. Was zur? Aua. Kann das sein, dass es ein bisschen windig ist gerade? Oder neblig? Idee, bleib bei mir. Oh, ich sehe hier die Hand nicht mehr vor Augen. Heilige Maria. Er hat nur ein Messer in der Hand. Nebelscheinwerfer erstmal. Wo hab ich den denn hingeschleudert? Der Bowie-Messer und die Rüstung wieder. Ach, das Bowie-Messer ist doch schon voll. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das so windig ist. Was war das? Messereingang. Dachchen! Mit deinem Bowie-Messer. Ich mag dich, Idi. Plasma-Defender. Kann ich das irgendwie zum Reparieren nutzen? Wieso habe ich denn eklige MF-Zellen dabei? Wieso sieht man an? Man sieht hier gar nichts einfach mal. Irgendwo hier soll ein Eingang sein. Ja, hallo, wo? Ich teleportiere mich mal zum Eingang. Jetzt sehe ich den dann ja. Tankstelle? Ich glaube, ich war hier schon mal.
bringt es auch nicht. Zur Ladestation. Das ist das hier. Ja. Das bringt auch gar nichts. Irgendwie sehe ich hier nichts und... Warte mal. Was ist denn das? Verschlossenes Haus. Ich aber Glückstreffhund. Glückswund nenne ich ja die ich immer beim Aufnehmen. Scheiße. Ey, ich hab den jetzt zerstört. Man sieht ja null. Gehen aber. Eine Karawanenkiste mit dem Salisbury Steak, das ist praktisch. Ja, ich habe direkt futtern. So! Symbole. Bei jedem dieser Dinger ist ein Silo, wo wir einen Code finden müssen, ne? Ah, ja, okay. Jetzt verstehe ich das. Mag ich auch, wenn sich das so entwickelt, solche Quests, wo man nach und nach immer wieder was finden muss. Oh, eine Männerkaserne. Spannung! Doch! Wie geht der mit denen ab, mit der Geschwindigkeit? Ist ja ekelhaft. Also ich glaube irgendwie, die sind nicht so gut gesinnt, die Typen hier. Thermische Lanze. Die ist viel wert deswegen. So. Da habe ich auch eine volle Army-Rüstung. Hab ich. Ach genau, mit der Buschbox wollte ich es reparieren. Genau. Elektronenakkus. Gar nicht so unpraktisch. Oh, was haben wir denn da drin? Nichts. Oh, Kriegsgeld. Ein Werkzeugkasten mit Elektronen. Was habe ich davon? Ja. Ein Schreibtisch mit Vorkriegsgeld. Was auf universales Reparaturinterface? Was ist das?
Das ist ein Händler. Das ist ein scheiß Händler. Nice. Leere Elektronenakkus vor Kriegsgeld. Ölsen können sie auch gerne behalten. Was macht der denn? Charakter 1, Strahlenresistenz. War nur ne, war nix. Stimpak zur Autoinjektion. Super Stimpak zur Autoinjektion. Mehr Stimpaks, noch mehr Super Stimpaks. Wet X, Wet Away. MG für Schultermontage. Unterscheiden. Vorkriegs. Alles nicht. Munition geht immer. Da panzerbrechend. Jo. Das 50er Sprengstoff. Okay, der Rest können wir nicht gebrauchen. Ach, und reparieren kann der auch. Ja, nice. H&H-Tools, das wird sich wahrscheinlich lohnen, ne, das Ding zu haben, oder? Ich hätte das Geld, ne? So ist es jetzt nicht, aber. Guck mal, weißt du was? Das war falsch. Wir haben das Geld. Ich meine, ich habe immer noch über 300.000. Alleine aus dem Goldraub haben wir ja ein bisschen was erwischt. So, und ich möchte jetzt schlafen, damit dieser Sturm vielleicht mal zu Ende ist. 3, 4, 7. MRE? Was ist denn MRE? Wow! Okay. Dandyboy-Äpfel. Dann ist mein Hunger nämlich auch wieder weg. Da sagst du was. Aufbereitetes Wasser. Und der Sturm scheint größtenteils weg zu sein. Gehe ich erstmal in den Osteingang hier. Was ist der Osteingang? Ich glaube, das sind auch gar keine Dinger, wo ich dann nämlich eben reingehen kann. Das sind halt einfach nur so Zugangspunkte. Da muss nicht zwangsläufig ein Gebäude sein. So, jetzt sieht man nämlich auch mal, dass die hier Gebäude nämlich sind. Offen aus den Riegeln, Stadt ist es. Achso. Ah, okay. Ich hätte eigentlich relativ sicher getippt, dass, nee, E-Akkus brauche ich. Nur Spitze, nee. Rakete hoch explosiv. Weißt du was, wir nehmen die hohe Spitze mit. Raketenwälder, okay. Achso. Oh. Ja, dann nehme ich halt die Raketen mit immer. Wenn ich sie finde. Mini-Atombomben. Die nehme ich gerne mit. Eieiei. Rakete entzündbar? Nö. Spind. Aufstandsausrüstung. Aha. Motor. Nichts Besonderes. Alle Düt.
Vorkriegsgeld. Die Registrierkasse hat noch mehr Vorkriegsgeld. Nähere Sunset Sarsepurdas. Ein Spind. Nein. Aber wir waren ja schließlich fast dran. Ja. Ha. Ja, ich weiß, ich bin überlastet, aber... So. Plus einen Helm. Ich kann dich doch vollpacken, ne? Ja. Das hier und das hier und die Brandgranaten brauche ich selbst. Die Atemmaske behalte ich mir auch lieber, falls da nämlich was kommt. Es ist nämlich für Strahlresistenz, haha. Ja, die Hilfssachen und so, da brauche ich ja eher das selbst. Raketen. Genau. 72, das heißt, ne? Und bei Bedarf kann ich dann ja schließlich auch noch handeln. Mit der Außenwelt, oder? Mit diesem Handlungssystem, was da war. Handelssystem. Zieht sich die Scheiße denn jetzt schon wieder zusammen? Dann lass mich bitte doch noch mal eben in die Kaserne gehen. Ach, das ist doch kacke. Viel Sturm. Da oben war das Haus. Ja. Die Raketen. Jo. Der Rest sind Sachen, die ich nämlich nicht verkaufen, sondern... in meine persönliche Sammlung bringe. Wir machen hier auf jeden Fall ein Ende. Bis zur nächsten Folge und tschüss.